Ei, Gude. Ja. Warum wird man im Internet ständig belehrt, was man sein Leben lang eigentlich immer falsch macht und dann macht das nicht immer Sinn mit den Belehrungen? Ein Beispiel, ne, ist mir jetzt gerade wieder so hochgekommen beim Kochen. Ne? Das heißt ja immer hier, die Löcher im Pfannengriff, ne, hier, so sieht man, ne, sind ja nicht dafür da, um die Pfanne irgendwo hinzuhängen, sondern um während des Kochens, ne, die Küchenhelfer, Korrodensieren, wie auch immer man es nennen will, da drin unterzubringen. Ne? Also zum Beispiel Pfanne und Pfannenwände, ne, macht der Sinn zusammen. Und wenn man dann gerade den in der Pfanne nicht braucht, ne, dann soll man den in das Loch rein, damit man den nicht irgendwo... Okay, vielleicht habe ich jetzt einen ganz unglücklichen Pfannenwender. Ne? Man kann ja dann vielleicht den Kochlöffel... Super Tipp, ne? Da das Zeug drin zu packen, ne? Und dass das dann so schön über die Pfanne steht, da rin tropfen kann, ne? Und man muss nirgendwo hinlegen, damit nichts anderes dreckig wird. Ne? Also wenn die bei den Pfannen dann wenigstens noch das passende Zubehör gleich dabei legen würden, ne? So kostenlose Beigabe, ne? Genau auf das Loch im Pfannengriff abgestellt, ne? Das kannst du hierfür nehmen, was anderes geht nicht. Ne? Dann schenkst du mir aber bitte dabei, ich will doch jetzt nicht für jede Pfanne extra noch einmal hier so Küchenhelfer kaufen. Ne, kann ja wohl nicht sein. Und wie ist das eigentlich mit der Dippe? Entschuldigung, mit den Töpfen. Ne? Die haben ja auf beiden Seiten hier so Löcher. Ne? Sind die auch dafür gedacht? Ne? Also ich meine, ich fände das lustig. Ne? Da brauchen wir eher einen Kochlöffel. Ne? Den hier rein. Gut, geht ja unter Umständen. Ne? Bei manchen Töpfen aber, je nachdem wie das geschnitten ist. Ja, genau. Weil die sind ja... So, schön... Die Kochlöffel dann hier drin oder auf der heißen Herdplatte, ne, und hier, mit dem Holzlöffel geht's noch, mit dem Ding. Ja, gut. So rum, ja, aber dann läuft der hier die ganze Brühe runter, ne, und läuft dann hier schön neben Top auf die Herdplatte, ne, oder aufs Ceranfeld oder in die Flamme vom Gasherd oder was auch immer. Also, lasst mich die Löcher an der Pfanne doch nehmen, wofür ich sie nehmen will. Ne, meine Pfannen hängen nämlich alle an einem alten Kleiderständer. Der steht in der Ecke in der Küche. Da ist extra so ein bisschen Platz gelassen neben der Arbeitsplatte. Ne, der hat so drei Bügel dran. Ne. So, und da sind S-Haken dran. Gibt's ja billig immer irgendwo in den Märkten. Und da habe ich die Pfannen dann rangehangen. Das spart Platz ohne Ende im Schrank. Ne, die verkratzen nicht, weil sie nicht ineinander stehen. Und man muss ja extra noch was dazwischen legen. Ne, und... Ne, da habe ich, weiß nicht, 8 oder 10 Pfannen in der Ecke hängen, ne, wo ich im Schrank vielleicht 2 oder 3 untergebracht hätte auf der gleichen Fläche. Ne, ein paar Siebe hängen da noch mit dran, ne, und ne, zur Not ist dazwischen immer noch Platz mal so zum Peperoni trocknen oder Knoblauch aufhängen oder sowas. Ne. Das ist nur so als kleiner Tipp. Ne. Kann man auch so einfach ein paar Haken an die Wand machen. Ne. Kann man so viel unterbringen. Gastroküchen, Fernsehen oder so, da wären wir irgendwo Gaststätte seid, guckt mal. Die haben auch mal ganz viele an der Wände hängen, ne? Dafür darf man die Löcher ja nicht nehmen, Mensch. Hoffentlich. Nee, ich glaube, ich gehe jetzt nirgendwo mehr essen, wo ich weiß, in der Küche hängen die Pfannen an der Wände, weil das darf man ja nicht. Naja, egal, hier. Ich wünsche euch was.